So Freunde, herzlich willkommen zurück in Gigalabastia. Ich bin's, euer GigaGreevy. Die Sonne scheint draußen. Ich war unterwegs im hiesigen Spielwarengeschäft, denn am Freitag, dem 23. Oktober, glaube ich, ist es der 23.? Ich glaube ja. Da war wieder Release Day für neue Pokémon-Kartensets zur neuen oder aktuellen Erweiterung Weg des Champs. Unter anderem mit der lieben Mary. Aber nicht nur die gab's, sondern es gibt auch dieses wunderschöne Silimbrim als Box. Und dann hatte ich noch Glück, denn ich habe noch diese wunderschöne Weg des Champs Engine City Arena Box bekommen. Und das heißt, wir haben wieder eine Menge zum Öffnen. Ich habe diesmal darauf verzichtet, mehrere Sets auf einmal zu holen. Wir werden wieder nur einzeln beginnen und zwar heute mit der guten Mary. 5 Booster Packs, ein paar Promokarten gibt es auch noch dazu. Let's go! So, genau, wunderbar. Darum geht's. Um die da. Diese ganzen Dinger hier. Morpekovi, Olangarvi, beides Pokémon aus der neuen Schwert- und Schild-Edition. Es ist die Box von Mary, einem Charakter aus Schwert und Schild. Und ich würde sagen, ich pack's mal wieder vorsichtig aus hier. Ich habe ein bisschen Angst, weil das hier so viel Luft hatte bei mir. Man hat ja gerade den Plop gehört. Keine Ahnung, woran das jetzt lag. Beide Packungen wurden mir diesmal von der Verkäuferin im Laden direkt zugesteckt. Ich kam gerade mit einem großen Einkaufswagen mit den ganzen Packungen, die da geliefert worden sind. Da waren noch einige, aber ich habe dann diesmal gesagt, nee, ich nehme nur jeweils eine mit, zumal ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe, als man eigentlich zahlen müsste. Die Silimbrim-Packung kostete irgendwie, lassen Sie mich mal schnell schauen, 27,99 statt der regulären 23,99. Und für die liebe Mary habe ich 39,99 gezahlt statt der üblichen 34,99. Das ist so, naja gut, ich wollte halt lieber sicher gehen. Manchmal muss man das eben auch mal in Kauf nehmen. So, hier ist diese große XXL-Karte. Und die zeige ich euch mal hier ein bisschen vorsichtig. Olangarvi, sie sieht sehr, sehr cool aus. Ich weiß, dass es einige Fans gibt, dieser XXL-Karten, dass also statt der Pin-Kollektion diesmal wieder XXL, genauso wie schon bei der Zwolok-Box. Wobei ich sehe gerade, guckt mal hier, es ist tatsächlich auch hier ein Pin dabei. Und zwar ein Morpeko, aber als dunkle Variante, als Unlicht-Variante. Müsst mir mal kurz auf die Sprünge helfen, ob es das tatsächlich gibt oder ob das ja nur so eine Art Fan-Design ist für diese Kollektion. Und dann haben wir noch einmal Morpekovi und Olangarvi. Auch hier möchte ich gerne die beiden Promokarten erstmal drin behalten. Auch sie sind sicher geschützt nochmal. Und was sehe ich denn hier? Gerade beim Durchgucken des Kartons, hier ist noch was drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja neu. Was ist das? Im Poster. Leute, das ist ja mal... Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ihr bekommt einfach ein Olanga und Mary Poster. Hallo, sieht man das? Hallo. Und das Morpeko ist auch mit dabei. Was wir gerade eben als Pin hatten, ist mit dabei. Sehr sweet. Okay, aber ganz ehrlich, das finde ich dann schon wieder irgendwie cool, dass sie versuchen, da ein bisschen auch mal was anderes mit reinzupacken für, ja, richtige Pokémon-Fans, die auch ihr Zimmer entsprechend dekorieren wollen. Eine Sammelkarten-Online-Code-Karte ist auch hier mit dabei. Und natürlich das Hauptaugenmerk, die Booster-Packs. 5 Stück, 2x Kamalm, 2x Pokusan. Okay, 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 dann machen wir es so mit Gardevoir in der goldenen Mitte. Wir legen direkt los. Ich hoffe, ihr habt mein Opening gesehen aus dem Stream. Das habe ich ja schon hochgeladen. Das war ja echt der krasse Wahnsinn. Also das war echt heftig. Wir fangen an wieder mit Energiekarten. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, was es für Energiekarten in diesen 5 Boostern sind. Ich beginne mit Kampf. 4 Karten von hinten. Und es ist... Ich habe was falsch gemacht. Okay. 4 Karten wieder vor. Habe ich gerade schon 4? Okay. Es ist Sanya. Ich habe gerade irgendwie Mist gebaut, Leute. Gut, keine Energiekarte diesmal. Was ist denn jetzt passiert? Ich sage jetzt trotzdem Kampf. Irgendwo wird die schon sein. Keine Ahnung, wo ich mich jetzt verzählt habe. Hier ist das Macholo. Eine Finsternis-Energie war es tatsächlich. Okay. Und zwar als Reverse. Heißt das, dahinter kommt jetzt was Krasses? Oh. Hups. Hui!
Okay, das war jetzt schon sehr insane alles. Wailord, wie oder Wailord? Ich glaube Wailord, oder? Ich bin gerade richtig vor der Rolle. Ich habe einfach die finsternis Energie mit dem Wailord weggezogen. Sehr, sehr cool. Eine Wii-Karte wieder mal zum Beginn dieses Openings. Sehr, sehr geil. Ja, nice Karte. Also ich bin ein großer Fan dieses Pokémons. Ich finde das irgendwie sehr cool. Scheint auch recht stark zu sein, weil man drei Wasserenergiekarten aus seinem Ablagestapel rausholen kann. Sehr, sehr cool. Und es wäre tatsächlich eine Kampfenergie gewesen. Absol und Victini haben wir noch. Das war ja sehr weird. Was habe ich denn da gezählt gerade? Richtig seltsam. Aber hier unser Start auf alle Fälle mit Wailord V. So kann es gut losgehen. Ich komme gerade nicht darüber hinweg, was ich jetzt hier gerade gezählt habe. Diesmal sind es wirklich vier. Ich habe aufgepasst. Ich sage diesmal Pflanze. Pflanze zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Alter, wie oft hier Kampf dabei ist. Das ist halt auch nicht mehr normal. Sanja, wieder mit am Start. Kabu, von dem gibt es ja noch eine Reverse. Ich sag's nur mal. Ne? Also, dass ich mal erwähnt habe nur. Kanivanha, Kabu als Reverse Holo. Ich wollte Rainbow sagen, nicht Reverse. Verdammt, verdammt, hätte ich mal lieber Rainbow gesagt. Und ein Zygarde Holo. Gehen wir direkt zum nächsten über. Zygarde haben wir jetzt auch schon einige Male gezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist denn mit dem Booster los? Um Gottes Willen. Das hat ja gar keine Lust auf mich. So. 1, 2, 3, 4. Energiekarte Psycho. Sag mal, oder diesmal Pflanze. Entweder Pflanze oder Psycho. Ich sag mal zwei Sachen. Ich tendiere eher zu Psycho. Und ihr? Alles klar. Elektro, gut. Dann nehmen wir Elektro. Rotomrad. Verdächtige Konserve. Hypertrank, Poke, das ist ja viele Itemkarten, hallo? Was ist denn hier los? Wablo, Surokex, ein Reverse-Holo, Machomai und haben wir noch was Krasses? Der Trommelwirbel sagt... Oh, wie sweet! Oh, wie cool, noch eine Hopkarte. Oh, das finde ich geil. Nee, also das freut mich. Da sage ich echt nicht nein. Erstmal natürlich, weil wir jetzt in dieser Box zwei krasse Karten haben und dass ich Hop doppelt habe... Also da beschwere ich mich überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist so cool. Hop ist ein cooler Charakter, es ist eine coole Karte, ziehe drei Karten, ist in jedem Deck eigentlich mit zu finden. Und dann so hübsches Artwork, sehr geil, sehr, sehr cool. Und Kamalm, weiter geht's, direkt hier ohne Pause, denn es muss ja nicht jedes Opening unglaublich in die Länge gezogen werden. Sage ich jetzt einfach mal. Wir hatten übrigens sehr viel Spaß im Stream. Ich streame aktuell noch auf GigaGreevy, twitch.tv/GigaGreevy, so rum. Und da will ich aber jetzt gucken, dass ich vielleicht auch hier auf YouTube, auf Gigalabastia, die neue Pokémon Schwert- und Schilderweiterung mal streamen kann. Also wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr das auch gerne mal als Feedback dalassen. Ich würde es natürlich einfach mal machen und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Normalerweise bin ich ja immer auf Twitch beheimatet. So, Energiekarte. Ich sag Feuer. Das hat man heute noch nicht. Das können wir mal probieren. Feuer. Und es ist... Stahl, Metall, wie auch immer. Upsala, da geht mir schon wieder fast eine flöten. Ein Smart-Rotom, ein Absol. Superball. Iskala. Also wir hatten jetzt schon zwei krasse Karten. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt noch mal was Sensationelles dabei ist. Pokéball und... Ein Wolverock. Haben wir auch sehr oft gesehen. Generell die Boden-Pokémon, also beziehungsweise ne, Kampfenergie-Pokémon... So rum. Die sind schon sehr häufig dabei. Also extrem häufig. Finde ich ein bisschen krass. So Machomai, Wolverock, Zygarde, ne, wie sie alle heißen. So, letztes Booster, oder? Ja, das ist das letzte. Wir hatten Wailord V, wir hatten Hop. Und es wäre sensationell, wenn wir noch ein drittes bekämen. Ich glaube nicht, allein mir fehlt der Glaube. Aber hey, ich nehme es. Ich nehme es sehr gern. Feuerenergie nochmal. Nee, stopp. Ich revidiere, Pflanze. Uno, due, und... Jetzt kommt sie. Gut, okay, alles klar. Kabu ist wieder mit am Start. Cleopatra, Ness, Unratütox, Primova, Iskalar, Horliu. Nochmal Kabu Reverse und dann haben wir noch... Kommt noch was Krasses, was sagt er? Jetzt habt ihr so ein Gefühl. Ich komme jetzt hier auf.
Forschung des Professors, Professor Magnolica. Das ist okay, das passt. Wir haben aus 5 Boostern trotzdem 2 schöne Karten gezogen. Einmal den guten Hopp, den wir ja schon mal hier hatten. Und ganz neu dabei jetzt Violet V. Auch da können wir also jetzt die Sammlung von Weg des Champs ein bisschen zumindest erweitern. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Haben wir schon mal den nächsten Step gemacht. Denn ich glaube, es sind nur noch die V-Karten oder die Rainbow-Karten, die mir wirklich noch fehlen. Wir werden natürlich auch weiterhin auf der Jagd nach Glurak sein. In echt, nicht nur online. Deswegen steht hier noch was. Und deswegen steht auch hier noch was. Und dann muss man dann noch dazu sagen, es soll ja im November auch eine weitere Reihe an Weg des Champs Booster Packs geben, an Kollektionsboxen. Und sollte ich in die Lage kommen und das Silimbrim zum Beispiel nochmal für diese angenehmen 23,99 zu erwischen, dann würde ich dort vielleicht auch nochmal kurz zuschlagen. Damit wir hier nochmal ein weiteres Opening haben. Ihr Lieben, das ist es für heute gewesen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war ein bisschen kurz und knackiger als die anderen Folgen, aber mit der Ausbeute können wir uns heute überhaupt nicht beschweren, oder? Das hat doch gepasst. Ihr Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. Alles, alles Gute. Bleibt schön gesund vor allem. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet gerne ein. Macht es gut und bis dahin. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao.